So, erstmal gucke ich mal ganz kurz, ob der Staubsauger hier unten gelandet ist. Und dann können wir auch gleichzeitig noch was anderes machen. Nein, der Staubsauger steht irgendwo anders im Keller, in welchem auch immer. Aber wir müssen noch, wir brauchen noch den Laborkittel. Den kriegen wir erst, wenn wir... Zack. Was ist das? Hm. Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Das mache ich doch glatt. So, welche Arbeit auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung, aber wir haben einen schönen Laborkittel. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Regenmantel. Na gut, können wir später mal austesten. Wir müssen sowieso noch etwas machen. Hier mit der alten können wir das mit dem Design ja nicht mehr machen. Das war Georgies Zimmer. Hier war noch die alte im Zimmer und das Pferd. War das Pferd da hinten? Ja, das Pferd war da hinten. Hey, Mr. Ed. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. So, können wir vielleicht die Klapperzähne? Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Benutze vielleicht die Zähne hier rein. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ja. So. Geschlossen. Ich wollte gar nicht. Na gut, benutze Textbuch mit Pferd. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, ja. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Bla bla bla. Alice online. So, auf jeden Fall der Krungo-Faktor, der ist mal ganz wichtig. Deswegen, jetzt haben wir eine Prothese. Zack. Alter, wie ekelhaft. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Na gut, behalten wir... Ach, die Zähne, klappernde Zähne. Wenn einem kalt ist, hat man noch klappernde Zähne. Ah. Yippie. Na, das Pferd pennt. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Was machen wir jetzt mit diesen ekelhaften... Bäh. Pfui. So, klappernde Zähne. Mal gucken, aber wie können wir bei George Washington die Zähne austauschen? Das geht doch gar nicht. Ah, der raucht doch Zigarren. Die haben wir natürlich noch in der Zukunft. Können wir dem vielleicht einfach die Zähne geben? Das funktioniert bestimmt nicht, ne? Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Na gut, aber vielleicht ist ja draußen jetzt ein Kirschbaum, ne? Hier, das da. Entschuldigung. Ja? Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am Sinieren über die großen Wahrheiten, hm? Nun? Tja, also ich würde sagen... Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst, gibt... Oh, du ahnst es nicht. Da draußen steht ein Kirschbaum. Tja, dann lass uns das Ding mal umhauen. Ich sagte, komm da sofort runter. Versuch es zu verstehen. Ich stecke hier fest in diesem... Oh. Voila. Du bist schon ein echter Mann. Ja, ich weiß. Ah, jetzt können wir auch auf Laverne zugreifen. Ach Mensch, machen wir das doch direkt mal. Lasst mich hier raus. Ich habe nichts getan. Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder?
Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Ach ja, wir sind also in der Zukunft eingesperrt mit der Zukunftsversion der Edisons, wie es aussieht. Und ja, es scheint so, als hätten die Tentakel die Weltherrschaft übernommen. Was ich aber viel interessanter finde, ist, die haben jetzt natürlich Arme gekriegt. Aber wie vermehren die sich? Ist es mir ein Rätsel, wie sich Tentakel... Also... Jetzt, ja, muss ich mal Japaner fragen, glaube ich. Okay, was haben wir denn? Alter Mann, kartenspielender Typ, kartenspielende Frau. Hallo, alter Mann. Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Tja, da wissen wir ja schon Bescheid. Aber erstmal die Frage... Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Finde ich aber gut, dass er uns das extra nochmal erklärt, obwohl er nicht wissen kann, dass wir aus der Vergangenheit kommen. Aber Hauptsache, wir wissen Bescheid. Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Hört sich original an wie das Supertalent mit Dieter Bohlen. Tja, ist jetzt also nicht 200 Jahre in der Zukunft, da haben wahrscheinlich schon 10 Jahre gereicht, nachdem das Spiel programmiert wurde, haben wir heute schon genau den gleichen Scheiß im Fernseher. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Nur ein Agent? Ach ja, daher, genau. Hallo, verrückter Fett Edison. Ich glaube, die beiden betrügen. Meinst du? Bist du sicher? Können wir mit denen reden? Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Ah, okay. Können wir Karten nehmen? Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Menno. Und wir haben ein Skalpel. Mhm. Interessant. Ja. So, Herr Tentakelwächter, ich bin unschuldig. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Das war ja gerade noch das Englische. Das ist ja komisch. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Ich hab eine Rechte und eine Linke. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Ich frage mich gerade, wie Tentakel... Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Ich frage mich gerade, wie und woraus Tentakel oder womit Tentakel eine Toilette benutzen. Ah ja, wir dürfen jetzt also im Park rumlaufen und... Ah, Chronojohn. Und ein Kellerfenster. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Klar, geh doch einfach durch. Gehe zu Fenster. Gehe, benutze Fenster. Ich bin zu groß dafür. Nimm den Stecker. Es ist mit dem Chronojohn verbunden. Benutze den Stecker mit dem Kellerfenster. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Gut, funktioniert das wohl nicht. Okay, wir können jetzt hier erstmal frei rumlaufen, momentan aber noch nicht so viel machen.
Ach ja, und ich wollte die Zigarre noch... Huch! Hilfe! Ich wollte die Zigarre noch schnell im Klo runterspülen. Dann mache ich auch gleich meine Aufnahmepause. In Bälde zumindest. Oh! Purpur-Tentakel ist der Mann des Jahres! Das Tentakel besucht das Weiße Haus! Cleverer kleiner Bastard! So, wo war... Da war ja. Bin hier übrigens gerade immer noch in der ersten Aufnahme vom Spiel. Das macht so einen Spaß. Auch nach all den Jahren noch macht so einen Spaß, dass man das in einem Rutsch quasi durchzocken könnte. Wenn man denn wollte. Oh, wir haben noch den Hamster noch. Hamster mit Hamstergenerator habe ich ja ganz vergessen. Wow, schau mal. Ja, funktioniert gut. Aber wie machen wir denn das dann... Ja, hier haben wir gar keine Batterie zum Aufladen. Oder müssen wir den hin und her spülen? Ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall Zigarettenanzünder. Weiß ich gar nicht, wo wir den brauchen werden. Erstmal die Zigarre ins Klo. Zack. Okay. Explodierende Zigarre im Klo. Schmeckt jetzt bestimmt viel besser. Ist ein bisschen geschmacksintensiver jetzt wahrscheinlich. Und dann gehen wir mal zum guten Georgie Boy und tauschen seine Zigarre aus. BZW bieten ihm eine an. La 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 la. La 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 la. Das war da hinten. La la la. Hey Georgie Boy. Gib explodierende Zigarre an George Washington. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Nein. Schade. Hätte ich das mal direkt in einem Rutsch gemacht. Okay, also nochmal ganz kurz zurück zum Klo und ich hoffe, ich muss da nicht ein drittes Mal laufen, weil wir das dann irgendwas verpeilen mit dem Zähne austauschen oder irgendwas. Es sei denn, die explodieren ihm gleich in der Fresse, aber das glaube ich noch nicht. Ist ja kein gewalttätiges Spiel. Benutze Zigarrenanzünder. Zack. Und nochmal. Auch das Feuerzeug kann man ganz bequem durchs Klo spülen, da passiert gar nichts. Huch, das wird nicht nass oder so. Hallo? Hallo? Mann! So, jetzt aber. Die Zähne unten rechts verstören mich total. Ich muss da mal hingucken. So, ach so, und ich muss ja da hinten hin. So, jetzt haben wir aber alles dabei. Gib Zigarre an George Washington. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist. Mist. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Entschuldigung. Ich glaube... Ah, ich bin hin und her gerissen. Waren es die? Kannst du die gebrauchen? Sehr nett. Aber die sind viel zu groß für mich. Na gut, vielleicht passen ja diese hier. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. 2 Stunden später.
Du großes Baby. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Na, wer kennt es noch? Das waren Zeiten. Und jetzt haben wir eine schöne Steppdecke. Hui. Navajo, glaube ich. So, können wir jetzt mit John Hancock normal reden?